Heute machen wir traditionelles Chicken Curry. Wir sagen dazu auch Murri ka Salan. Murri ist Chicken und Salan ist die Currysoße quasi, die dabei entsteht. Und das Besondere bei dieser Soße ist, dass es komplett ohne Sahne, ohne Joghurt und ohne Kokosmilch auskommt. Und es ist perfekt dafür geeignet, dass man so ein fluffiges Fladenbrot da reintunken kann oder einfach mit gedämpftem Reis zu essen. Also für unser Chicken Curry brauchen wir neutrales Öl zum Anbraten, 2 große Zwiebel, Hähnchenfleisch, Knoblauch und Ingwer. Dann habe ich hier noch ganze Gewürze, einmal Kreuzkümmel und 2 Nelken. Außerdem brauchen wir noch 3 Tomaten, frische grüne Chili. Wer es nicht so scharf mag, kann es auch weglassen oder nur eine nehmen. Frischer Koriander, eine Zitrone. Und die Gewürze sind hier einmal Paprikapulver, Chilipulver, Chiliflocken, Korianderpulver, Kurkuma und ganz am Schluss gebe ich noch etwas von meinem selbstgemachten Garam Masala. Ich habe vorhin gesagt, dass wir heute ein traditionelles Chicken Curry machen und das Besondere an dem traditionellen Chicken Curry ist, dass in der Soße keine Zwiebelstückchen drin sind. Das bedeutet, dass ich meine Zwiebel hier in einem Foodprozessor gebe und hier klein hacken werde. Und falls ihr keinen Foodprozessor habt, dann keine Sorge, ihr könnt es auch einfach mit einem Messer klein schneiden und das ist dann auch voll in Ordnung. Ganz wichtig, achtet darauf, dass die Zwiebeln nicht komplett püriert werden, also zu einer Paste, weil dann haben wir Schwierigkeiten, später die Zwiebel glasig zu bekommen. Also genauso wie hier, so leicht bröckelig. Das lasse ich jetzt auf mittlere Hitze anschwitzen. Das wird ungefähr 4-5 Minuten auf jeden Fall brauchen. Und währenddessen werde ich meine Knoblauch-Ingwer-Paste machen. Dafür brauche ich meine Knoblauchzehen und ein kleines Stück Ingwer. Und das mache ich natürlich hier in meinem geliebten Mörser. Und falls ihr keinen Mörser habt, dann könnt ihr das natürlich auch einfach reinreiben oder klein hacken. Also die Zwiebeln, die haben jetzt ungefähr, glaube ich, 4 Minuten hier vor sich hingebrutzelt und das sieht schon richtig gut aus. Die sind jetzt schön weich und an der Stelle gebe ich jetzt meine Knoblauch-Ingwer-Paste dazu. Die Knoblauch-Ingwer-Paste, die brate ich jetzt auch nochmals gemeinsam mit den Zwiebeln hier an. Nicht mehr so lange, weil Knoblauch und Ingwer braucht nicht so lange wie die Zwiebeln. Jetzt kommt schon ein richtig schöner Duft von dem angebratenen Knoblauch und Ingwer. Und das ist auch so typisch für dieses Gericht, dieses gebratene Knoblauch und Ingwer in dem Öl. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Und genauso wie bei den Zwiebeln gilt auch das Gleiche für die Tomaten. Bei diesem Chicken Curry hat man es lieber, wenn die Tomaten nicht in Stückchen vorkommen. Und deswegen gebe ich sie hier auch in meinen Mixer. Aber wie gesagt, wenn ihr keinen Mixer habt, dann schneidet sie einfach klein. So, meine Zwiebeln, die sind jetzt richtig schön braun und auch schön weich. Und jetzt gebe ich meine Gewürze dazu, damit sie auch hier noch schön kurz schmoren können.
Und da fange ich auch immer erst mit den ganzen Gewürzen an, also meine Kreuzkümmel und zwei Nelken. Paprikapulver. Ein bisschen Chilipulver. Chiliflocken. Korianderpulver. Und Kurkuma. So, und jetzt habe ich mein Herd ein bisschen heruntergeschaltet und schmore das alles. So können nämlich die Gewürze ihr volles Aroma entfalten. Und sobald die Gewürze da drin sind, muss man auch gar nicht mehr lange hier anbraten, weil dann kann es passieren, dass es schnell verbrennt. Und dann können wir auch jetzt schon unser Hähnchen dazugeben. Das Hühnchen, das brate ich jetzt einmal schön scharf rundherum an. Ich habe meine Hitze jetzt auch etwas höher geschaltet. Was auch ein typisches Merkmal für ein traditionelles Chicken Curry ist, dass man kein Brustfleisch verwendet. Also am besten ein ganzes Huhn und es wird dann einfach zerkleinert in mehrere Stückchen. Oder so wie ich. Ich habe jetzt einfach Hähnchenschenkel genommen und habe das auch geschnitten und ohne Haut. Und jetzt kommen meine ganzen frischen Chilis. Ich gebe gerne immer die einfach komplett so da rein, weil meine Kinder essen mit und die mögen es nicht so scharf. Ich werde mir nachher die Chili einfach rausfischen und ich werde sie dann essen. Und das wird jetzt alles mit meinen Tomaten abgelöscht. Das habe ich jetzt alles schön scharf angebraten und man sieht schon, dass das Öl hier langsam sichtbar wird und das ist ein richtig gutes Zeichen. Und natürlich dürfen wir Salz nicht vergessen. Hier könnt ihr ganz nach Geschmack Salz hinzufügen, wie ihr wollt. Natürlich nicht zu viel. Und das lösche ich jetzt alles mit heißem Wasser vorsichtig ab. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Und das lasse ich jetzt alles einmal aufkochen und dann werde ich den Deckel drauf tun und lasse es auf niedrige Hitze einfach vor sich hin köcheln. Was mir früher oft passiert ist, dass ich an der Stelle zu viel Flüssigkeit, also zu viel Wasser dazu gegeben habe. Falls das euch auch passiert, dann lasst es einfach auf hoher Hitze ohne den Deckel einfach kochen und ein bisschen verdampfen. Und am Schluss wird das ganze Gericht natürlich wie immer mit frischem Koriander verfeinert. Und wer keinen Koriander mag, kann es auch einfach weglassen. Und jetzt kommt der Feinschliff und zwar ganz am Schluss, wenn alles ready ist. Dann kommt mein selbstgemachter Garam Masala über mein Curry. Dadurch hat man den Duft von dem Garam Masala direkt in der Nase und auch der Geschmack ist einfach viel intensiver. Man sieht hier ganz schön, wie überall das Öl sichtbar ist und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also da könnt ihr euch so ein bisschen dran halten. Sobald man hier oben einfach so eine Schicht Öl hat, dann hat es lange genug geköchelt. Frischer Koriander kommt noch drüber und wer mag, kann noch etwas frische Zitrone darüber geben. Das ist mal ein Curry, oder? So, und jetzt kommt der schönste Part. Ich kann es kaum abwarten, mein Chicken Curry endlich zu probieren. Ich habe noch dazu Basmati-Reis gemacht und habe auch noch Bärlauch-Naan dazu gemacht. Das Rezept für meine Bärlauch-Naans findet ihr bereits auf meiner Homepage. Das kann ich euch unten gerne verlinken.
Ich sage es jedes Mal, aber es ist wirklich sehr, sehr lecker geworden und es schmeckt genauso wie bei Mama. Und ja, probiert das Rezept unbedingt aus und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es geworden ist. Ich freue mich immer über euer Feedback. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Rezepte zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!